Der Einberufungsbefehl. Ja, die Musterung ist kaum vorbei. Man ist als tauglich eingestuft worden für den Dienst als Soldat, dem Dienst unseres Landes. Und schon kommt denn der Einberufungsbefehl. Finden Sie sich bitte dann und dann um die und die Uhrzeit da und da ein. Mit einem großen Hinweis natürlich in diesem förmlichen Schreiben, dass das Fernbleiben fahnenflüchtig wäre, Straftat und so weiter. Und das wird alles geahndet und hast du nicht gesehen. Naja gut, ich habe mich ja irgendwo auch gefreut und habe gedacht, Mensch, die Musterung hast du jetzt hinter dich gebracht. Eine Sache bei der Musterung ist mir jedoch im Kopf geblieben. Das war nämlich tatsächlich die Geschichte, als ich in den Klamotten zum Kreiswehrersatzamt damals gegangen bin, bin ich ja so angemault worden. Ne, so, mein Gott nochmal, was holt man hier für Leute rein? Wie sehen die hier alle aus? Hab mich also dementsprechend vernünftig angezogen. Ne, nicht überkandidelt, aber ich hatte eine Jeanshose an und ein Hemd. Ne, so, und hab gedacht, gut, ziehst dich vernünftig an. Sollte später dann auch noch relevant sein. Naja, auf jeden Fall, für mich ging es dann für meine allgemeine Grundausbildung nach Hamburg Neugraben oder Fischbeek Neugraben in die Röttiger Kaserne und zwar in die 272 Panzergrenadier werden. So, also man fährt da erwartungsvoll hin, so, was passiert jetzt alles, kommt bei der Kaserne an, hat ja seinen Einberufungsbescheid und alles. Und dann geht man vorne erstmal zu den Wachposten, ne? Meldet sich an, und Name, ja, und dann sagst du das. Und dann sagt er, pass auf, der Weg immer geradeaus, da sind Schilder, überall stehen immer mal so Tische, da sitzen welche dran, ja, bei den einzelnen Kompanien. Da waren dann so Tische aufgebaut und da saßen welche. Und ansonsten ist alles ausgeschildert. Und dann haben sie echt Mühe gemacht, ne? Haben sie Pappkartons auseinandergerissen. Haben dann da mit dem Edding Pfeile raufgemalt und dann halt eben runtergeschrieben, 272 zum Beispiel, ne? Erstmal geradeaus und dann da links abbiegen und da wieder rechts abbiegen und so weiter. Man kennt sich da ja auf dem Gelände nicht aus und so einen persönlichen Shuttle-Service gibt es auch nicht, dass sich da irgendjemand hinbringt oder so, ist ja klar. Werden ja mehrere Soldaten gleichzeitig einberufen. So, ja, eine Riesentraube nachher hinter der Wache erstmal geguckt, haben sich natürlich die Leute erstmal eingefunden, so, wer geht in welche Kompanie und die aus meiner Kompanie, nämlich aus der 272, wir standen dann alle auf einem Haufen. Und ja, dann gehen wir zusammen halt eben den Pfeilchen entgegen. Nicht entgegen, sondern den Pfeilchen nach so. Naja, wir auf jeden Fall large, large, large und immer wieder an den Tischen vorbei. Gehen wir am ersten Tisch vorbei, ich weiß nicht, welche Kompanie das war. Und da saßen dann zwei Soldaten. Man kannte diese ganzen Dienstgrade ja auch alles noch gar nicht. Man ist ja noch gerade auch schon Dienst. Ne? Und die hatten da oben was auf der Schulter drauf. So, und dann geht man dran vorbei und unterhält sich dabei und dann hört man mit einmal nur ein: Guten Morgen heißt das! Oh mein Gott, mich mega erschrocken. Einfach nur an dem vorbei. Ich sag, ja, guten Morgen. Ja, warum nicht gleich so? Kann doch nicht wahr sein, du hast. Bisschen Freundlichkeit. Was seid ihr eigentlich hier für ein Sauhaufen, Mann? Los, abhauen! Oder gehört ihr hierher? Und ich denke, oh mein Gott, ne, Gott sei Dank gehören wir hier nicht her. Nee, wir müssen zur Zweiten. Ja, dann los, den Pfeilen weiter nach. Und wir weitergegangen. Oh, fängt ja gut an, so, ne? So, am nächsten Tisch, ne? Wir kommen am nächsten Kompaniegebäude vorbei. Unser Kompaniegebäude war ja nun auch relativ weit weg, muss man dazu sagen. Das war so mit relativ zentral gelegen, die 272. Also es war ein kleines Stück von der Wache bis da, also bis vom Tor aus. Zweiter Tisch, wir gehen dran vorbei. Die beiden sitzen da und unterhalten sich. So, ne? Die beiden Soldaten. So, und ich sag schon zu meinem Mitstreiter, sag ich mal, wir ja alle in Zivil, sag ich, hier, lass uns dir mal gleich guten Morgen sagen, nicht, dass er gleich wieder Ärger gibt. Naja, auf jeden Fall, wir gehen vorbei und dann guten Morgen. Und der eine von den beiden: Sag, was ist mit euch schiefgelaufen, Mann? Habt ihr nicht gesehen, dass du uns hier unterhalten hast? Da labert man nicht dazwischen. Was seid ihr eigentlich für ein Sauhaufen hier? Aber erstmal einen Einlauf gekriegt, weil wir guten Morgen gesagt haben. Also die ersten haben gepöbelt, weil wir nicht guten Morgen gesagt haben. Die zweiten haben gepöbelt, weil wir guten Morgen gesagt haben. Und dann, oh, das kann ja, oh, das fängt ja gut an. Das kann ja noch schön werden hier. Naja, und dann irgendwann kommen wir dann auch bei unserer Kompanie an. Es sitzen wieder zwei Soldaten da an diesem Tisch mit so einer Klatte, halt eben mit so einer Abhakenliste, wer jetzt da ist und wer nicht. So, und dann sollten wir da eine Schlange bilden. Und ich war, glaube ich, an fünfter oder sechster Stelle. So, und mein Kamerad, mit dem ich auch damals nachher auf die Stube gekommen bin, seines Zeichens auch damals mein bester Freund geworden, durch die Bundeswehrzeit, der stand hinter mir. So, und die vor uns halt eben immer so weiter, nächster und so, ne? Und irgendwann war ich dann dran. So, und dann sehe ich, wie der eine da am Schreiben ist. Und der andere, der guckt gerade so zur Seite, ne? Also der hat mich auch gar nicht beachtet, der guckt nur so zur Seite. Und der andere ist am Schreiben und hakt da irgendwas ab oder füllt irgendeine Liste aus, keine Ahnung was. So, also wollte ich den ja auch nicht stören. Und spreche natürlich den anderen an. Na, so, der da ja nun mal Sitzung nichts gemacht hat und in der Gegend rumgeguckt hat. Ich sage, guten Tag, Siebert, ich soll mich hier melden. Da guckt er mich an. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt?
Sag mal, sind Sie nicht ganz dicht oder was? Und ich, oh mein Gott, was habe ich denn gemacht? Ich stelle verdammt nochmal hier die Fragen. Und dann springt er hoch und mit seinem Bauch, der war auch so ein bisschen dicker, ne, so wie ich jetzt. Zu der Zeit war ich noch schlank und rank und schlank. So, und mit seinem Bauch hat er so den Tisch so nach vorne geschoben. Der andere sich natürlich so verkritzelt auf seinem Blatt Papier. Guckt er denn so nach oben, hat aber nichts gesagt. Und der Typ springt auf und so halb über dem Tisch rüber. Ne, und dann so richtig Nase an Nase bei mir. Guckt mich an, mitten Nase an Nase und schreit mir ins Gesicht. Was seid ihr eigentlich hier, mich anzusprechen? Haben Sie eigentlich schon mal aus dem Dienstgrad gehört, oder was? Das hier ist der Kamerad, der die Aufnahme macht. Oder sehe ich etwa aus wie eine Schreibtipsi hier, oder was? Und ich sage, entschuldigen Sie bitte, Herr, keine Ahnung, was Sie sind. Ach, das wissen Sie auch noch nicht mehr. Wofür sind Sie eigentlich geeignet? Kann wohl nicht wahr sein. Und wie laufen Sie eigentlich rum hier mit dem Hemd? Sind Sie Streber in der Schule gewesen, oder was? Na, wir beide werden doch Freunde hier. Und dann geht er auf einmal in die Kompanie rein und ich stehe da. Guck meinen Kollegen an, ich hatte schon Tränen in den Augen, ja, vor Wut, vor Angst, alles. Guck meinen Kameraden an, ich sag, Paddy, was ist hier los? Und der Typ, der da noch saß mit seiner Liste, ne, der war dann eigentlich auch genervt, weil er sich ja einmal so verschrieben hatte, weil der Typ da, der alte Lappen da mit seinem Bauch da den Tisch weggehauen hat. Und dann sagt er so, sag mir mal deinen Namen. Ich sag, Siebert, wer ist das denn hier? Haben wir den öfter mal? Das ist hier zuständiger Oberfeldwebel, sagt er. Na, also den haben sie auf jeden Fall in ihrer allgemeinen Grundausbildung. Und ich denke, oh mein Gott, ich will einfach nur nach Hause. Naja, auf jeden Fall war es dann auch zukünftig tatsächlich so. Die erste Woche hatte ich wirklich nicht unbedingt das beste Verhältnis zu unserem Oberfeldwebel, weil er hat mich auch immer rangenommen und hat auch immer gesagt, ach, da ist er wieder, der Streber hier! Mit seinem scheiß Hemd hier, kann man nicht wahr sein. Einserschüler gewesen, ne? Jetzt geht's hier erstmal mit der Fresse durch den Matsch, sagt er. Und ich denke, oh mein Gott. Aber nach einer Woche war dann auch in Ordnung, ne? Man hat dann so seine Leistung gezeigt und dann war auch okay. Dann hat er mich auch einigermaßen in Ruhe gelassen. Na, er hat sich dann auch mal andere rausgepickt, die er dann da kaputt gemacht hat. Aber das war schon so ein Erlebnis, also diese Einberufung. Also Freunde, wenn ihr zur Bundeswehr geht und ihr kriegt diesen Einberufungsbescheid, antwortet einfach immer nur auf Fragen mit Ja oder Nein oder weiß ich nicht oder kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Dann gerät man am wenigsten aneinander. Aber ich denke mal, diesen Schritt am Anfang, dass man mit irgendjemandem aneinander gerät, passiert so oder so. Zumal ja auch andere Soldaten einen ja schon, ja sag ich mal, vor waren. Als wir dann auf diesem Kaserngelände waren, ganz am Anfang und in dieser Traube da standen, da kamen dann gerade schon welche vorbeigejoggt in ihrer Sportkleidung. Die waren vermutlich gerade fertig, ne? So ein schöner Wechsel. Also die sind, glaube ich, einen Monat später oder so, war für die der Wehrdienst erledigt. Und als sie an uns vorbeigejoggt sind, hat der eine schon gesagt, ach, ihr seid jetzt die armen Schweine hier. Ne, wie war das noch? Schulterglatze, Karl Arsch und naja, all sowas, ne? Oder Schütze Arsch, naja. Also das war auf jeden Fall so mein Erlebnis mit der Einberufung. Und ich werde euch sagen, oder ich kann euch sagen, das werde ich definitiv mein Leben lang nicht vergessen. Da kriegst du auch Blutdruck, doch.